Durch ein buntes, zirpendes Blütenmeer bin ich mit der Kanne in der Hand am Alpenrand zum Bauern Milch holen gegangen, als ich ein Kind war. Wo früher ein buntes, zirpendes Blütenmeer war, liegt heute ein überdimensionaler, monotoner grüner Wiesenteppich. Liebe Delegierte, wir stehen heute vor einer Vielzahl ökologischer und ethischer Probleme, der Klimakrise, der Biodiversitätskrise, dem Verlust an wertvollem Boden. Davor warnen Wissenschaftler seit den 70er Jahren. Bis heute werden sie regelmäßig schlicht und einfach ignoriert. Warum wurde nicht auf die Wissenschaft gehört? Warum zum Beispiel werden nur ca. 2% der Agrarforschungsmittel in Forschung für den Ökolandbau investiert? Ist das eine verantwortungsvolle Politik? Ich will einen Unterschied machen. Mein Name ist Corinna Ulrich. Ich habe Ökolandbau studiert und war Bäuerin auf Biobetrieben und Hirtin und Sennerin auf der Alp. Ich war Projektmanagerin für 2 Ökomodellregionen, in Niederbayern und in Unterfranken. Hier konnte ich den Ausbau des Ökolandbaus voranbringen, vom Acker bis zum Teller. Ich bin Sprecherin der LAG und Mitglied des Sprecherteams der BAG Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Aktuell arbeite ich für unsere grüne Fraktion zu landwirtschaftlichen Themen im Bundestag. Jetzt möchte ich als Abgeordnete im Agrarausschuss etwas verändern, weil ich hier meine Erfahrung und mein Wissen am besten einsetzen kann. Wir brauchen die ökologische Transformation der gesamten Agrar- und Ernährungsmittelwirtschaft. Sie ist ein großer Hebel, um der Klimakrise zu begegnen, denn 1/3 der weltweiten Klimagase gehen auf das Konto der Lebensmittelproduktion. Die LandwirtInnen sind damit konfrontiert, Wasserknappheit, staubtrockene Äcker, Dürren und die späten Fröste bringen erhebliche Ernteausfälle. Es muss uns gelingen, mehr Wasser in der Fläche zu halten. Mir sind humusaufbauende Anbauverfahren sehr wichtig, damit Landwirte zu Klimabauern werden und CO2 speichern, statt es freizusetzen. Ich habe viele Landwirte kennengelernt, Visionäre der ökologischen Landwirtschaft und solche, die sich selbst als Opfer von falscher Beratung sahen, gefangen in einem aussichtslosen und rücksichtslosen System der Agrarindustrie. Nun möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir endlich zu den wirklich wichtigen Themen mehr forschen. Und ich möchte das Wissen den Bäuerinnen und Bauern zugänglich machen. Wir brauchen eine ambitionierte Zukunftsstrategie Ökolandbau, die die ganze Wertschöpfungskette in den Blick nimmt. Wir brauchen Mühlen, Bäckereien, Metzgereien, die regional verankert sind und die unsere Schulen und Krankenhäuser mit regionalen Bio-Lebensmitteln versorgen. Politik muss für ehrliche Preise sorgen. Die Preise an der Kasse sollten auch die Umweltfolgen mit abbilden. Darum setze ich mich zum Beispiel für eine Pestizidabgabe und auch eine Tierschutzabgabe ein. 4.340 Fußballfelder Regenwald werden jeden einzelnen Tag abgeholzt, oft als Futterflächen für unsere Tiere. Es handelt sich um die grüne Lunge unserer Erde. Dadurch wird die Klimakrise angeheizt und die Dürren nehmen weltweit zu. Ich werde mich für einen ambitionierten Umbau der Tierhaltung und die Einführung einer verpflichtenden Tierhaltungskennzeichnung für alle tierischen Produkte einsetzen. Ich will, dass immer weniger Tiere immer besser und artgerecht gehalten werden. Denn Tiere sind keine Produktionsfaktoren. Sie sind unsere Mitgeschöpfe und sie verdienen es, mit Respekt und Achtung behandelt zu werden. Zudem will ich keine Zweiklassengesellschaft. Ich will nicht, dass sich nur Reiche gut und gesund ernähren können. Die ökologische Wende wird uns nur gelingen, wenn wir sie mit sozialer Gerechtigkeit zusammendenken. Liebe Delegierte, ihr seht, Landwirtschaft ist meine Leidenschaft und deshalb möchte ich im Agrarausschuss dafür sorgen, dass Landwirtschaft mehr produziert als billige Lebensmittel. Es ist die Vielfalt, die unser Leben reich macht. Eine vielfältige Landwirtschaft bietet Lebensraum und kreiert eine bunte Landschaft für zirpende Insekten, die unsere Obstbäume bestäuben, für die LandwirtInnen, die von ihrer Arbeit leben können und für uns mit unseren vielfältigen Lebensformen, die wir darin leben. Vielfältige Landschaften sind schön und überlebenswichtig. Ich stehe für eine Politik, die der Wissenschaft Gehör schenkt, Natur und Umwelt schützt.
die planetaren Grenzen akzeptiert, eine Politik, die Bäuerinnen und Bauern ernst nimmt und die den Tieren ein artgerechtes Leben ermöglicht. Dafür bitte ich um eure Stimme.